fahre direkt wieder wie so eine gesenkte. Zack. So, hier ist der Klamottenladen. Das ist ein Suburban. Ah, vielleicht gibt es da trotzdem was Nettes. Get on the fucking floor right now. Lol. Okay. All right. Take it easy. Well, what the fuck? You're a man, aren't you? Do something. Oh ja, werden wir. Okay, den ersten haben wir schon mal. Okay, das Bullet, die Bullet-Time-Sache war auf jeden Fall geil. Und jetzt können wir uns die Tasche holen und bringen die zurück. Wie geil war das denn? Du gehst in den Laden rein und dann wird der überfallen. Hammer geil. Okay, Bullet-Time, Michael, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. You got the money. Oh, thank God. Wie er so hält in der... Okay. Wie, komm später wieder. Ach so, ich kann jetzt nichts kaufen. Na gut, dann eben nicht. So, mich würde es trotzdem interessieren. Damit können wir das Licht kümmern. Wir können auch Fernlicht einstellen. Okay. Mich würde es trotzdem interessieren, ob Frank denn diese Dinge auch machen kann, die Triathlon-Sachen. Als nächstes müssten wir, glaube ich, aber trotzdem missionstechnisch zu Lester. Was kaufen können wir jetzt sowieso nicht. Ich werde mal gerade zu Franklin switchen. Einfach mal nur, um zu testen, ob der da überhaupt dran teilnehmen kann. Wo ist er denn gerade? Was macht er denn gerade? Man, that officer touched me funny. Man, would you stop acting like a fucking fool? Oh, neue Klamotten wieder. Hammer geil. Lamar ist irgendwie immer mit dabei. So, ich wollte eigentlich nur gucken, ob der das auch machen kann. Scheint so, ne? Okay, der könnte das, glaube ich, auch machen. Wie spielt denn Michael, wie spielt er denn Tennis hier? Das Rennen haben wir schon gemacht. Gibt aber noch ein weiteres Rennen, glaube ich. Tennis steht für den aber nicht zur Verfügung, oder? Aktivitäten. Golf. Golf kann der machen? Wie sieht es mit Tennis aus? Mal gerade gucken. Tennis, 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 Tennis. Bin ich doof? Wo ist denn Tennis? Tennis, Ponsen bei. Wegpunkt. Na, Triathlon kann er auf jeden Fall machen. Da würde mich jetzt aber. Ich glaube, wir machen das mal gerade. Mich würde interessieren, ob der schneller ist als. Der besser klarkommt mit der ganzen Sache als Michael. Wir testen das mal gerade. Wir haben ja Zeit und es ist eh Nacht. Heißt, wir können gerade eh nichts kaufen oder sowas. Übrigens ist das auch ein cooles Detail, dass man eben zu den anderen switcht, dass sie immer andere Klamotten anhaben. Weil in der Zeit leben die halt wirklich weiter so. Also ich weiß halt nicht, ob das... Na, das ist halt immer so eine zufällige Situation, die halt dann mit zufälligen Klamotten wahrscheinlich immer zusammengerendert wird. Aber es vermittelt zumindest das Gefühl, dass die nicht stillstehen. Michael und Franklin. Mit Lester müssen wir uns auf jeden Fall... Fuck. Wie ist es eigentlich? Können wir jetzt einfach irgendjemand anrufen? Ich habe irgendwie gerade alle möglichen Ideen auf einmal. Wer ist denn Denise? This Denise, I here. So y'all just leave a message. Sagt er irgendwas? Nö. Dann können wir noch anrufen. Notfalldienst, Hao, Jimmy, Lamar, Michael. Ich rufe mal Michael an.
Hey, Michael, it's me, man. Wanna hang out, man? Yeah, cool. Cool, I'll come pick you up. Ach, lustig. Michael, trifft Michael bei Dingen. Wir können ihn danach abholen. Dann werde ich jetzt erstmal den Triathlon starten und dann können wir Michael abholen. Wie geil ist das? Erstmal eine Runde abhängen mit dem. Mal gucken, was wir da so machen. Hier ist nochmal diese... So. Ich weiß, den haben wir schon gemacht, aber ich will den nochmal mit Franklin machen. Er kann sich tatsächlich anmelden. Okay, hier geht nichts. So, das haben wir alles schon. Oh yeah. Franklin macht sie fertig. Komm schon. Oh, Franklins Ausdauer geht wesentlich schneller zu Neige. Als die von Michael. Weiß gar nicht, warum ist Michael ausdauernder als Franklin? Franklin ist doch wesentlich jünger. So, am Anfang müssen wir erstmal voll durchpowern. Dennis gegen die Boje geschwommen, der Idiot. Aber in dem Licht und sowas ist das schon geil. Bestzeit 3 Minuten 42. Mal gucken, ob wir das schneller schaffen. Überleg dir also gut, wann du deine Tempo erhöhst und wann du es hältst, ja. Ich bin gerade ein bisschen zu weit seitlich geschwommen. Scheiße, die anderen sind wesentlich weiter. Okay, Michael ist auf jeden Fall besser als Franklin. Das ist durchaus überraschend. Nee. Ich weiß, wenn wir die Weasel-Berichterstattung haben, dann ist immer dieses Blöde mit der Kamera. So, der rennt direkt immer, der andere Typ. Wir haben ein bisschen Ausdauer zurückbekommen. Noch geht alles. So, und erstmal wegfahren. Erstmal das Tempo so halten. Zwischendurch mal ein bisschen treten. So viel hat er nicht mehr. Jetzt ist hier zumindest alles schön leer. Noch geht's aber noch. Wir sind zwar unter der Hälfte, aber habe ich eben auch gehabt und das war nicht so problematisch. Okay, also noch macht er sich ganz gut. Der liebe Franklin, jetzt dürfen wir nicht so viele Fehler machen hier. So, jetzt geht's gleich nur noch ums Laufen. Nochmal reinpowern. Hinter mir ist einer, der richtig viel Dampf ablässt. So, da vorne ist Ziel. Und jetzt lauf. Und jetzt musst du durchlaufen, Franklin. Jetzt musst du richtig durchlaufen. Das wird dich zwar ein bisschen was kosten, Alter, aber probier's. Noch sind wir ganz gut dabei. Müssen ein bisschen wieder auftanken. Okay, es läuft auf jeden Fall besser als eben ein bisschen. Auf jeden Fall sind die weitesten, die sind ein paar relativ weit weg. Okay, ein bisschen Ausdauer haben wir dazu bekommen. Okay, lauf, Henkchen, komm schon, komm. Du wirst erster, Junge. Komm, Goldkind. Das Endspurt. Endspurt, komm schon, Endspurt. Jawohl. Gold. Franklin goes for gold. Ihm geht's zwar nicht gut, der ist absolut kaputt. Aber er hat's geschafft. Glücklich und zufrieden, sehr schön.
So, jetzt können wir Michael abholen. Wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen was mit dem. Wir holen uns aber eine nette Karre irgendwo. Haben wir hinter uns. Hört sich irgendwie nach einem schnelleren Auto an. Guck mal, der sieht doch ganz nett aus. Nehmen wir auch den. Hallo. Da kommt von hinten eine geilere Karre her. Ach ja, was denn? So, erstmal in die Fresse. So, guck. Nicht einfach so mitgucken, Junge. So, jetzt holen wir Michael ab. Wo findet er sich denn? Ist er bei sich zu Hause? Oder treffen wir den jetzt woanders? Hä? Wo treffen wir den jetzt? Müssen wir nochmal anrufen? So, ich dachte, wir wollen mit dem abhängen. Hey Mike, it's me. Wanna hang out, man? Sure. Good, I'll see you soon, man. Okay, eigentlich wollten wir den doch da abholen. Jetzt muss ich nochmal anrufen. Machen wir schnell eine Runde, um die Bullen so ein bisschen abzuhängen. Fuck. Okay, das war nicht so die geile Idee. Jetzt ist schon die Mutter auch am rumhängen. So, ich wollte dich nicht killen, Junge, deswegen ich fahre ganz langsam. Aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit hier, um ein bisschen wegzukommen. So, das dürfte schon reichen. Oh, fuck. Von wegen. Schön erstmal Franklins Fähigkeit einsetzen. Fuck! LOL! So, wir müssen auf jeden Fall was gegen unsere Geldprobleme machen. Wir haben ein bisschen zu wenig Geld. Und ich habe auch gehört, dass man die nach dem nach einem Raubüberfall, soll man die irgendwie das aufteilen können, das Geld. Alter! Ja, sicher! Alter! Was war das? Nice. Ja, tut mir leid, Leute. Kann ich gerade nichts dafür. Die Polizei hat mich hier runtergekickt. So, ich würde sagen, wir verstecken uns hier erstmal. Bis der ganze Trubel vorüber ist. Und danach holen wir Michael ab. Erstmal schön ein Trinken gehen oder sowas. Für gewöhnlich dürften die mich ja nicht sehen, ne? Ne, sind weg. Alles klar, ich dachte, ich hole den jetzt in der Premium-Karre ab, aber die sieht ja schon richtig verranzt aus jetzt. Naja, machst du nix. So. Vorsicht. So, rechts. Holen wir den jetzt bei sich zu Hause ab, oder was? Machen wir gerade einen Routenplaner an. Ne? Kurz Google Maps. Oder Weasel Maps oder sowas. Oh fuck, sorry. So. Fuck. Okay, hold on. Sehr gut. Alter, die ist komplett im Arsch, die Karre. Da holen wir uns aber, bevor wir da ankommen, noch eine neue, oder? Aber das gibt dann wahrscheinlich wieder Probleme mit der Bullerei. Aber scheiß doch drauf. Zum Bleistift. Hallo. So, danke für die Karre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, jetzt sind wir gleich da. Mal gucken, was man mit dem überhaupt machen kann. Habe ich ja hier noch nicht gemacht. Ey, yo, was geht ab, Michael? Auch so geil. Gerade erst Freunde geworden, jetzt schon so die dicksten. Zu den vielen Möglichkeiten. Für gemeinsame Aktivitäten vorhin zählen zum Beispiel Kino, Tennis und Trinken. Wir können gerade wahrscheinlich nur Tennis machen oder nee, was zu trinken.
Und ins Stripclub können wir gehen. Stripclub waren wir eben schon. Dann gehen wir noch was trinken. Hey, good to see you, Frank. Okay, die beiden freunden sich ehrlich gesagt so ein bisschen ab. Ein bisschen an, wollte ich natürlich sagen. Socially, I mean. Yeah, you too, kid. I guess I've been kind of lonely. You know, I mean, I love living here, but I never made too many friends. I've been kind of stuck in my head. I'll get you. Yeah, you will. Just wait until you're my age. You got nothing but bad choices and the worst choices behind you. The mistakes you haven't made yet, but know you're gonna make ahead of you. And you'll remember then. Jesus, sounds heavy. What happened? My old life. I was living in the Midwest, you know, up to absolutely no good. Then Amanda gets pregnant, she gets pregnant again. Suddenly I got two kids and I'm running with maniacs. I was in a difficult position. Had to make some choices. And I did it. Got on with my life. That's that. Ach ja, aber ganz cool, Mann, dass man so ein bisschen mehr über die erfährt jetzt. So, wollte ich gar nicht. Mit dem Handy. Aber jetzt wissen wir auch schon, ne, Michael hat halt keine leichte Zeit. Hat sich aber halt auch für die falschen Sachen entschieden wahrscheinlich. Was nicht so geil war. So, hier können wir auf jeden Fall was trinken gehen. Wie geht's denn hier rein? Hey, Gangsters. Wir wollten hier was trinken. Ah, okay, machen sie jetzt auch. Ah, ein bisschen Zeit vergangen. Beide sind ein bisschen. Oh Gott. Oh man. I am drunk as fuck. I hear you. Ah, scheiße. Hey, thanks for coming by, man. Yeah, we should do this again. Das sah aber krass aus mit dem Auto. Richtig schön besoffen. Rockford Plaza. Was ist das denn hier? Crocker Hoop. Okay. Wir switchen wieder zu Michael und gehen dann zu Lesters Mission. Oh, lol. Michael ist tatsächlich noch hier unterwegs. Lol, wie geil ist das denn? Okay, also das finde ich jetzt, ich finde, das ist auch wieder so ein kleines Detail. Man ist gerade mit dem unterwegs gewesen und dann hätte man ja auch denken können, dass danach irgendwas anderes einfach getriggert wird und der dann einfach sich automatisch nach Hause teleportiert. Aber so ist es nun mal nicht, sondern man kann ihn jetzt sofort steuern. Sehr, sehr cool. Top. Ja. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich machen soll, einfach reinschreiben. Ihr wisst, ich werde versuchen, das so gut wie möglich umzusetzen. Das wird uns zu teuer sein, hier was zu kaufen. Ich dachte eigentlich, wir kaufen mir Michael mal ein paar Klamotten. Hier hinten bei dem einen, beim Lester in der Nähe, da ist doch... Ach, das ist gar nicht bei dem in der Nähe, sondern... das ist, glaube ich, so ein Platz, wo der sich mit uns treffen wollte, oder? Na dann. Auf. Aber so ist das, ne? Die zwei Männer gehen trinken und was kommt dabei raus? Ich krieg Kopfschmerzen von dem, was du redest. Eingehender Anruf, Amanda. Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. Lol. Mega Stunt. Lol, Monster Stunt. Amanda, helfen? Okay, helfen wir, Amanda. Alright, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. Okay, geht zu Amanda, wir müssen jetzt helfen. Solche Missionen, das ist ja auch cool.
müssen wir ein bisschen gucken, dass wir die jetzt beschützen, oder was? Ab geht's. Übrigens habe ich gehört, Leute, wer von euch Probleme hat mit dem Spiel und dass sich irgendwie das ruckelt oder sonst irgendwas, der hat wahrscheinlich die normale Spieledisk auch mit installiert auf der Xbox und das soll man wohl nicht tun. Weil Rockstar Games hat das wohl extra so gemacht, dass man nur die Installationsdisk hat und mit den normalen kann man normal spielen. Was sie dabei nicht bedacht haben, ist, dass die Disk dabei relativ laut ist trotzdem. Und ja, der Sinn der Sache ist, dass die Disk auch leiser ist in den Laufwerken. Wobei, naja, die neuen Xbox, ich habe ja noch eine von den alten, die allererste quasi, Auflage sogar. Da ist das Laufwerk noch sehr laut. Bei den Slim-Varianten ist das nicht mehr so. So. Steig in den Streifenwagen. That's assault on top of the shoplifting beat. Man, the paperwork. What you packing? Hey, hey, so. Stop right now. Hit the gas. Let's go. Get us out of here. Chill out. Okay. It's under control. Wir müssen Amanda helfen. Die Buderei hinter uns oder was? Michael. I'm on top of it. Ja, wir sind doch dabei, Alter. Entspann dich. Ach, guck mal, es regnet und es gibt, es scheint die Sonne. Sehen wir gleich einen Regenbogen? Oh, wir haben 3 Sterne. Kontrolle, die hast du ja momentan auch. Entspann dich mal, Alter. Ah, okay. Okay, jetzt erstmal Männer nach Hause bringen. There you go. Hey, you remember those, don't you? From the old days when you used to do the girl cop routine? Wow. Really? Now? You're a pig. Don't say it. What? That I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. I mean, who are you to judge me? Alter, Frauen können doch nicht aufhören, ne? No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, yeah. In prison, get shot at. Love, love, big love. So this is what it's like to be you. Alter. Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this lovers on the run at? You know, oh, man, I'm sort of thankful for this. Thankful? This is the worst day of my life. Ah, come on, you're doing your part. Your spending habits have got us into a sticky financial situation, so you're cutting corners. Really? My spending habits. I've seen your day trader account. Oh, hey, that's private. I swear, password protection, it ain't even sacred no more. Give it up. You pissed our savings down the toilet. Really? Our savings? Yeah, our savings. I gave up everything to start this life with you, you selfish shit. Yeah, okay, all right, whatever. Our savings. It's just, look, you can't look at the day-by-day figures. You gotta look at the overall, the net figure. I've seen the net. It's a fucking disgrace. Hey, I'm bringing it around. Sure you are. Just please give me some warning before they repossess. It ain't that bad. Couple of weeks. A day even. I don't want to be there. Honey, we're fine. Sure. Oh Mann, ey, der hat Problemchen mit seiner Frau. Aber das ist halt so witzig, weil sie halt dann so sagt, ja. Ja. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Thank you. Ist die hart, ey. Ah, da gibt man sich die Mühe und hilft ihr und dann sowas. Der gute Ehemann. Das war also auch eine Mission, eine Art Mission.
Okay, wir fahren jetzt einfach mit der Bullenkarre dahin, warum auch nicht. Übrigens sehr geil, mal ein bisschen Regeneffekte und Wettereffekte zu sehen. Haben wir jetzt schon, haben wir echt selten, ne? Was ich sagen wollte ist, das haben wir so, das hat man ja relativ häufig. Man redet dann mit irgendjemandem, auch mit der weiblichen Seite, ob es eine gute Freundin oder Freundin ist, ist egal. Und dann, wenn es zu einer Streitsituation kommt oder so, und man sagt dann selber nichts, dann führt die andere Person das Gespräch für einen selber weiter. Das ist ja, das ist schon sehr geil. So. Aber egal. Schwamm drüber, Spaß beiseite. Und Regen, Wassermarsch sehen wir gerade, dass hier richtiger Land unter ist. Muss ja auch mal regnen, ne? Ist ja auch oft genug trocken hier in Los Angeles, da kann es auch mal regnen. So. Huch. Sorry, Mann. Sorry. Ja, tut mir leid. So, wir müssen uns jetzt immer noch auf den Auftrag zum Lester machen. Sind noch nicht fertig. Oh, Regen geht tatsächlich unter der Brücke weg. Sehr gut. Hatte man bei GTA auch nicht immer. Fuck. Ja, die Polizei hat dich angefahren. Also von daher entspann dich, Junge. So. Hier war noch, genau, hier war der Klamottenladen. Binko. Da können wir den Michael auch mal einkleiden. Komm. Mit den Klamotten kann er ja nicht rumlaufen, oder? Nee, komm. So, Michael. Hi, alles fit? Hier können wir den Michael einkleiden. So, erstmal ein paar Shorts. Aber nur kurze Hosen. Warum haben die keine langen? Okay, die haben eine riesen Auswahl. Aber keine langen Hosen. Dir Hemden anzuziehen. Nee, das kann er nicht tragen. Na, das sieht auch nicht so aus. Okay. Golfhemd. Witzigerweise zieht er sich andere Sachen an als Franklin, wenn er hier drin ist. Wie ist das mit den Mützen? Die zieht er gar nicht an, ne? Hemden zieht er an. Wie sieht das aus mit Jacken? Kann er die wenigstens anziehen? Nö. Schuhe. Oh, die sind gar nicht so hässlich. Dann nehme ich mal die schwarzen von. Und hat wieder eine normale Hose an. Nee, das nicht. Okay, der trägt eher so die... Das ist doch gut. Weiß. Ah, ich glaube, ich nehme das Schwarz. Das sieht gut aus. Schuhe hat er eigentlich ganz... Hat er jetzt schon welche? Passen eigentlich auch ganz gut. Nee, davon will ich jetzt nichts. Aber dem Michael würden auf jeden Fall Sonnenbrillen stehen. Ach, das ist normale Brille. Silbern abgesetzte Enema-Brille. Da, das sieht schick aus. Auch jetzt habe ich die falsche gekauft. Egal, die geht auch. So, das geht schon. Haben wir noch irgendwas? Shorts haben wir schon. Ich lasse mir Zeit, Freunde. Ich hetze mich nicht. Übrigens, falls ihr wisst, wo bestimmte Wagen sind, die getuned werden sollen, könnt ihr mir vielleicht einfach die Stelle im Video markieren. Also ich habe nämlich gehört, dass manche von euch, ich habe nämlich noch nicht die Special-Version, manche von euch haben zumindest schon mal diese Karte, wo diese getunten Autos drauf markiert sind. Vielleicht hat ja einer Bock, mir mal auf der Karte zu zeigen, ich mache jetzt mal die Karte auf, wo sich jetzt zum Beispiel in diesem Bereich was befindet. Also in dem Bereich hier in der Stadt, in diesem städtischen Bereich. Vielleicht hat ja einer Bock, mal zu sagen, hier, guck mal da und da, geht mal da gucken. Weil diese getunten Wagen, ich habe gehört, dass man eben getunte Autos finden kann und weiß nicht, Geld dran, ich weiß nicht genau, was man alles finden kann. Da könnt ihr mir mal weiterhelfen. Und wie gesagt, mal sagen, worauf ihr Bock habt. Soll ich mal ins Kino gehen? Soll ich mal, weiß ich nicht, mal Blödsinn machen, ein bisschen rumsterben gehen? Und, aber das werden wir sowieso noch machen. Also da seid euch mal gewiss, das mache ich sowieso. Ich habe auch gehört, dass es hinten im
hier in diesem westlicheren, in diesem, weiß ich nicht, was für ein Teil, wie man das, oh, guck mal, hier unter der Brücke, richtig schönes Leben. So. Hier sollen wir uns mit Lester treffen. Was gibt's denn hier? Genau, geh mal auf. Dankeschön. Und hier in so einem alten Lagerhaus oder sowas. Aha, cool. Hier? Nö. Irgendwie ist es das noch nicht. Aber hier rein, was? Mike, jawohl. Sorg dir aus deinem Kleiderschrank und einem gewohnten Plänengeschäft gute Kleidung, um dir in diese Mission zu starten. Ach Leute, ich kann die so nicht starten. Das ist ja wohl ein Scherz. Ah, okay, dann rufen wir uns erstmal ein Taxi, damit uns das nach Hause bringt. Weil das dauert mir jetzt sonst zu lange hier. Warte mal. Was haben wir noch für eine SMS bekommen? Denken Sie an die Alter, was? Atemübungen. Hören Sie auf andere Leute, die Schuld zu geben. Kommen Sie bald wieder von meinen vorbei. Können wir zum Psychiater denn wieder? Ist der wieder frei? Nö. Auf jeden Fall sehe ich das Symbol nicht auf der Karte. Man kann sich aber ein Taxi rufen. Da. Das machen wir jetzt einfach mal. On its way, sir. Thanks for calling. Okay, thanks for your help. Genau, so fahren wir dann erstmal nach Hause. Später auch in diesem ländlichen Bereich und sowas gibt es auf jeden Fall bestimmt noch genug Zeit, um Action zu haben. Was denn, wenn wir dem hier schlagen? Alter! Alter, wie der den wegboxt! Kurz zum Zeitvertreib nochmal einen auf die Schelle geben. So, bis das Taxi da ist. Da ist das Taxi! Nice. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass der... Schön gedrückt halten. Hä? Ach, fuck. Fuck, das wollte ich gar nicht. Muss man nochmal eins holen. Erstmal schön sein iPhone rausholen. Okay, müssen wir nochmal warten. Weil wenn wir jetzt darüber fahren und so, das dauert ein bisschen lange, das ist ja schon ein Stückchen. Ich guck mal gerade, wie weit das wäre. Obwohl, so weit ist es nicht. Aber egal. Wir machen das mal so. Wo bleibt das Taxi? Ist das mein Taxi da hinten? Das da hinten wird es, glaube ich, sein. So, wir wollen nicht zu Lester, wir wollen zu uns nach Hause. Da wollen wir hin. Ziel auswählen. So, überspringen ist teurer, aber das kratzt uns jetzt gerade mal nicht. Die paar Kröten da mehr. Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache muss ich jetzt, ich muss jetzt nicht so lange warten. Hey, we're here. 36, oh, wir haben den Typen eben, den wir zusammengeprügelt haben, 19 abgeluchst, also von daher passt das schon. So, hier erstmal in das Haus rein, einen Anzug anziehen. I'm back. Was macht sie denn da? Ey, was ist los? Die ist erstmal dick am Auskotzen da. Ach du Scheiße. Ja, aber von da drin kommen ganz andere Geräusche, mein Freund. So, sag mir, ich kann da... Ich wollte gerade sagen, hoffentlich kann ich da jetzt rein. Umziehen. Moment, Anzüge. Sackos. Okay, wir müssen auf jeden Fall Outfits. Hä?
Alter, hier sind über diese Pornogeräusche. Gegenwärtiges. Du trägst diesen Gegenstand bereits. Sackhose. Anzughose. Graue Hose. Was haben wir noch? Pullover. Haben wir auch nichts. Okay, aber jetzt haben wir doch genug. Jetzt haben wir doch genug Style, um die Mission anzunehmen, oder? Will ich zumindest mal hoffen. Ist auch krass, dass wir nur mit einer bestimmten Klamotte die Mission machen können. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Wozu das Ganze, weißt du? Sollen wir da jetzt hinfahren, oder? Wie machen wir das? Wo stehen hier so viele Karren? So, fährt hier zufällig ein Taxi lang? Also bei GTA 4 war das ja so, da ist ja immer irgendwo ein Taxi gefahren. Hier rufst du halt an. Hi. Can I get a cab? I'm sending one out right now. Sounds good, thanks. So, dann müssen wir ein bisschen warten. Gucken wir mal, wie der Verkehr hier so weiterläuft. Da kommt das Taxi. Genau, halt mal an. So, erstmal einsteigen. Und zu Lester, genau. So, überspringen wir das Ganze wieder. Dann gibt es noch einen Ladescreen für euch. Wobei, noch nicht mal richtig Ladescreen, ist einfach nur schwarz. Ein bisschen müde werde ich gerade. Aber nicht, weil das Spiel langweilig ist, sondern weil ich ein bisschen wenig geschlafen habe. So, Dankeschön. Das muss jetzt aber reichen.